Willkommen zurück zu Resident Evil und wir irren weiter in der Mansion umher, versuchen die nächsten Schlüssel zu bekommen und diese Kräuter zu mixen. In der letzten Folge haben wir nochmal herausgefunden, dass Hunde bösartig sein können und das nicht irgendwie so? Dann halt nicht! So, in der letzten Folge haben wir ja herausgefunden, dass da noch zwei Hunde waren oder drei, ich weiß gerade gar nicht, wahrscheinlich nur zwei und ich dachte, ich hätte den einen umgelegt. Und du kommst noch dahin, dann nehme ich das Ding noch mit oder nehme ich das nicht mit? Ich glaube, ich nehme es noch nicht mit. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch schön in die Kommentare geschrieben in der letzten Folge, ob ich The Evil Within aufnehmen sollte oder nicht. Beziehungsweise, ob ihr das sehen wollt. Weil es ja ein Horrorspiel ist, glaube ich. An sich habe ich damit keine Probleme, genauso wie bei Resident Evil. Ich freue mich darüber. Ja, aber ja, es schüchtert dann doch halt ein. Vor allen Dingen, ja, für den einen oder anderen macht das keinen Unterschied und denkt sich, ja, ist doch nicht so wild. Aber ja, weißt du, für mich schon so ein bisschen. Ich muss halt sagen, so Angst oder so gibt es halt nur in diesem Spiel und in den in der Vorgeschichte. Weil, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, die Umgebung mit diesem Spiel ist doch sehr ähnlich. Nicht dieselbe, aber ähnlich. Und wo wollte ich nochmal lang? Huch, warte mal. Nein. Nein. Guck mal, 0 Granate. Fickt euch. Scheiß Viecher. Nein, nicht gegen die Säule. Da durch die Tür. Das ist gleich alles viel bedrohlicher, sobald der Sound lauter ist. Boah, Alter. Ich dachte gerade wegen diesem scheiß Feuer, da krabbelt schon wieder ein Hund rum. Da gerade draußen bei mir am Fenster hat gesehen. Das war wahrscheinlich nur Einbildung. Das Fenster ist aber schon zu, oder? Ja, glücklicherweise. Kriegt doch Panik. Was war das? Es war wohl nur im Spiel. Nein, nicht im Spiel. Egal. Aber wir haben in der letzten Runde, in der letzten Folge noch diese Tür aufgeschlossen. Überhaupt nicht bedrohlich. Ein Haufen Gewürze, noch nie gesehen. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will den Schlüssel da mitnehmen. Ja. Moment, 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 zurück. Oh, ich kann noch mehr mitnehmen. Na, mein Junge? Verwenden. Oh, guck mal, Munition. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Komm mit, komm mit, komm mit. So. Noch irgendwas? Ja. Ach, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Kann die Musik mal bitte aufhören? Ich kriege Panik. Hab ich jetzt irgendwie alles? Oh, geil. Muss ich ja fast nicht mehr hier hin. Mein Akku ist fast leer. Egal. Ach Junge, jetzt muss ich für dich nochmal hier runter.
Vielleicht schneide ich das auch raus, wenn es zu sehr stört. Ungefähr bei 5 Minuten. Habe ich den jetzt verbrannt? Der sieht schon wieder so frisch aus. Im Prinzip muss ich so schnell auch nicht nach unten. Was wiederum heißt, ich kann den da ignorieren. Aber ich sollte den vielleicht noch schnell ver... Da gefällt mir gar nicht. Wie? Bitte? Warum bist du noch da? Ich hab dich doch verbrannt. Ich glaub, das war dein Schädel. Achso, jetzt weiß ich, warum ich noch da. Warum? Und so. Oh, komm, rein. Jetzt weiß ich, was ich gehört habe. Anscheinend doch ein Zombie. Jetzt weiß ich, was sich da ständig bewegt. Dieses halb kaputte Ding. Fenstergitter. Nur den da hinten will ich noch nicht aufwecken. Der ist wahrscheinlich schon am Mutieren laut Skript. Keine Ahnung. Nee, das will ich mir später antun. Toll, Alter. Jetzt fühle ich mich überhaupt nicht mehr sicher. Kombinieren, aber ich finde es schön, dass der sich direkt mit einem Schuss verabschieden lassen hat. War das eventuell... Ich habe das Gefühl, da springt gleich wieder was um die Ecke und das gefällt mir nicht. Oh, ein Fenster. Ne, er war das nicht. Ja, ist gut. Macht mir auch überhaupt keine Angst. Nicht. Boah, Alter. Dieser Raum macht mich fertig. Alter Schlüssel. Null davon. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen draußen den Kanister leeren. Genug Schuss habe ich dabei. Also 5 Minuten, 8 Minuten. Weil der Stuhl so verdammt nochmal rumquietschen muss. So, davon habe ich das. Ja, Messer besser als keine Granate. Wir gehen jetzt da draußen die Items, den Kanister auffüllen, würde ich sagen. Nein, halt, stopp. Karte. Da unten, den Raum haben wir jetzt auch. Hä? Hä? Was soll denn die Treppe da? Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ah, es ist nicht Stück an Stück, sondern einfach nur... Ja, okay. Macht Sinn. Egal, gehen wir mal durch. Ach Gott, schon wieder diese scheiß Tür, ey, mit diesem scheiß Raum. Ich will mich nicht bewegen. Rennen wir durch. Ach Gott, Alter, dieses verfickte Glas.
Ja, genau, häng noch an der Ecke fest. So, komm schon, wir haben es durchgeschafft. Hallo? Nein, wir wollten raus. Springt uns schon wieder ein Hund an. Nein, ich glaube dieses Mal nicht. Wenn jetzt schon wieder so ein... Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen. Schön. Nein, es springt dieses Mal nichts rüber. Ich glaube, wir haben alle erledigt. Kann diese... Schließ das doch nicht jedes Mal auf. Nein, halt. Ich will... Da war letztens nix. Okay. Da wollte ich nur noch mal sicher gehen. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungsschlüssel. Ach Gott, Alter. Ach ja. Ich finde es auch gut, dass der Türgriff von der anderen Seite nicht abfällt. So, hat sich hier jetzt auch was? Nein, gut. So, hier. Nee, warte mal, hier wollte ich doch. Ach so, ja doch, hier, genau, da wollte ich hin. Ich wollte nämlich das mitnehmen. Genau dieses. Wollte ich noch irgendwas? Halt, bin ich gesund? Nein, das war falsche Taste. Ja, ich bin gesund. Draußen so schön hell wegen dem Vollmond. Allerdings, wenn der Bildschirm so grell leuchtet, dann sehe ich nichts. Ja, ich habe jetzt nicht nach draußen geguckt. Ich habe eigentlich nur versucht, mit der Steuerung die Treppe hochzukommen. Jetzt gucke ich raus. Jetzt kann ich rausgucken, und das ist das Spiel beeinträchtigt. So, hat sich hier jetzt auch ein Zombie versteckt? Schön. Ach, warte mal, ist hier was zum Einsammeln? Natürlich nicht. So. Gut. Hey. Hey, komm schon. Nein. Ja. Und da lang. Und ja, genau. Hängen wir wieder überall fest. Geben wir den Typen erst unten einen Besuch ab. Ich hasse diesen Raum. Fick dich! Ja, genau du. Sei ruhig. Jetzt muss ich wieder da lang bei den Raben. Oh Gott, Alter. Was man nicht alles macht, um diese blöden Zombie-Viecher auszuschalten. War hoffentlich auch nur noch der eine. Ich hoffe, er ist nicht mutiert in der kurzen Zeit. Ich habe mich so beeilt, wie nur ging. Guten Tag, Sir. Dürfte ich mal ganz kurz verwenden? Ach, wunderbar. Auch hier muss ich nie wieder her. Beziehungsweise mir nie wieder Sorgen machen. Und lauf gegen die Wand, alles klar. Türe. Ach, er wollte abkürzen durch die Wand. So ein Cheater.
Nee, Chris, so geht das nicht. Um die Ecke und... Okay, ich glaube, es ist sicher. Alter, die Kameraperspektiven, die machen es nicht besser. Ach, jetzt schon wieder diese behinderten Raben, ey. Könnt ihr nicht einmal aufpassen, was ihr fresst? Könnt ihr mal bitte gucken, dass ihr kein infiziertes Fleisch fresst? Macht so einen bedrohlichen Eindruck. Komm, sei doch ruhig. Ich bin doch ganz nett und lauf hier ganz langsam hoch. Und ihr bemerkt mich nicht. Uff. Ich vergesse hier jedes Mal, ob ich die Zombies weggemacht habe, obwohl ich jedes Mal durchlaufe. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Lass nochmal nachgucken. Sind hier alle Zombies tot? Hat er sich irgendeiner in der Ecke verkrochen? Guten Tag! Moment. Ach, da komme ich noch nicht durch, ne? Ist von der anderen Seite verschlossen. Ach, so ein Scheiß aber auch. Und zurückgehen und natürlich mal wieder überall anhängen, erkennen. So, halt. Dadurch, ja, dadurch. So, war denn jetzt hier noch irgendwo ein Zombie? Hallo, Chris. So. Nein, das ist falsch. Wir hatten ja Balkon. Ach nee. So, eine Ladung noch. Balkon. Balkon und Hundepfeife. Möglicherweise können Sie mit den alten Schlüssel aufschließen. Ja, verwenden. Sie haben den alten Schlüssel verwendet. Durchgehen. Okay. Ich hasse Metalltüren. Okay, wo ist das Mistvieh? Ach, guck mal da, was da ist. Hier wachsen grüne Kräuter. Reichen aus für weniger Anwendung. Verwenden? Nein. So, die kann ich zum Beispiel nicht mitnehmen. Sondern werde ich mich jetzt gemütlich in diese Richtung stellen. Und verwenden. Sie haben die Hundepfeife geblasen. Oh, welche Taste war das noch gleich? Oh Gott! Alter, komm, halt die Schnauze. Komm, dreh dich um. Ja, alles klar. Dann dreh dich halt nicht um. Ja, komm, mach was. Alter, komm. Ja, lass dich beißen. Ja, okay. Wenn du jetzt stirbst, dann krieg ich einen Ausraster. Das wird alles gecuttet. Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann doch alles cutte. Leicht angepisst
von dieser Situation gerade, dass ich gestorben bin, weil sich der Charakter nicht umgedreht hat. So, okay, Moment, kurz aussetzen. Okay, er dreht sich so nicht um. Also ich muss loslassen und dann so ganz schnell. Okay. Geht auch in jede Richtung? Ja, geht. Kann sogar so. Haupt. Okay. Schön. Ich weiß über Scheiß drauf, das bleibt jetzt drin. Dafür machen wir es. Ja, ich weiß jetzt einigermaßen, was auf mich zukommt, in der Hoffnung, dass ich mich jetzt nicht erschrecke. Mache ich das vielleicht erst mit der Hundepfeife, damit ich. Nee, komm, jetzt bin ich schon losgelaufen. So. Ach ja, ich habe das komische Schild darunter geholt. Ein paar Kräuter kombiniert. Ich hätte speichern sollen, Alter. Dass dieses Mistvieh auch mich auch direkt totgebissen hat. Vor allem, man kann einfach nichts dagegen machen, wenn du keine Messerchen mehr hast. Dann bist du hinüber. So, ich glaube, es reicht für 5 Ladungen aus und ich werde jetzt das einfach mal direkt mitnehmen. Hallo Chris? So, jetzt hier durchgehen. Wie machen wir das? Also ich renne jetzt da gleich um die Ecke und drehe mich direkt um. Einer weg. Fick dich, Mistvieh. Es ist noch Kerosin da. Der Kanister auffüllen? Ja, sie haben den Kanister aufgefüllt. Kombinieren. Wollte ich noch irgendwas anderes? Ja, natürlich. Ich wollte. Du kommst mal mit. Ja, mitnehmen. Gut. Ich weiß schon, was ich gleich machen werde. Ja, nein. Rot. Ich will rot haben. Ich werde nämlich gleich noch was anderes probieren. So, ich hatte das Ding aufgeladen. Müssten da noch viermal 4 Ladungen drin sein. Das muss ich auch gleich mitnehmen. Sonst, bevor es dazu kommt, werde ich jetzt dieses Scheißvieh noch gleich abnippeln lassen. Also werde ich jetzt gleich noch rausgehen. Dreh dich um. Ja, alles klappt. Ist das Messer schon wieder futsch? Ich könnte ausrasten, Alter. Egal, wenigstens ist die blöde Töle tot. Dieses Rumgejaule gefällt mir gar nicht. So. Und hierdurch. Ich warte hier eigentlich nur noch darauf, dass einfach durch jedes Fenster was gesprungen ist. Und das bis jetzt war gescriptet. Und ob das mit den Fenstern halt wirklich so passieren kann, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen, weil die das eine. Es gab halt Resident Evil, dann Resident Evil Remake, also die Neuaufmachung von Resident Evil. Moment, muss man ganz kurz Platz machen. Guck mal, dieses Mal weiß ich auch direkt, das ist schon da. Und jetzt werde ich mal was Blödes versuchen. Komm mal mit. Noch irgendwo so ein komisches Kraut? Nein, habe ich nicht. Hundepfeife mitnehmen.
So, kombinieren. Warum nicht? Dann halt nicht, Mann. Scheiße, jetzt habe ich weniger Heilung. Oh Gott, Alter, das war so dämlich. Wahrscheinlich Quest-Ei. Quest. Komm schon. Item. Für die Story. Aber ja. Keine Ahnung, wann ich das Ding brauchen werde. Achso, was will ich sagen? Ach ja, genau, die Entwickler, das ist ja die Remaster-Version, also noch so eine Art Remake von dem. Was war das? Keine Ahnung. Von dem Remake, also funktioniert das auch schon wieder ein bisschen anders. Da hören sich die Tür-Sounds jedes Mal anders an, ich krieg Panik. Bin auch gerade schon einmal gestorben. Reicht das nicht? So, und ja, dieses Mal gehe ich jetzt erst darüber, habe ich gerade meine Heilung weggelegt. Ja, habe ich. Sau dämlich. Aber ich glaube, ich weiß, was ich mache. So, darüber. Und wieder zurück. Okay. Dadurch. Nein, jetzt wird nicht gedonnert. Ich kriege jetzt langsam Panik und mir fällt gerade auf, ich bin ein Depp, weil ich keinen alten Schlüssel habe. So, in der Hoffnung. Nee. Ach, nee. Ja, das war ultra doof gerade. Wo ist denn der komische Schlüssel? Schlüssel. Da. Und das will ich jetzt auch mitnehmen. Dafür lege ich aber dich vorerst ab. Und was mache ich jetzt? Ach ja, ich gehe speichern oder speichere bei Farbband. Mhm. Da komm schon. Kiste. Hä? Wo denn? Da oben. Nein, die Folge wird deswegen nicht kürzer oder so, obwohl ich muss da mal ganz kurz gleich... Ja, eine alte Schreibmaschine, ja, verwenden. Schalten Sie Ihren PC nicht aus. Medizinischer Lagerraum. Ja, Speichern beendet. Gut, jetzt habe ich's. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, das musste sein. Eigentlich ist es jetzt schon wieder Zeit für das Folgenende, allerdings... Mach's halt nur noch bedrohlicher. Werde ich jetzt noch, die Hundepfeife wieder weglegen und dann die Folge beenden. Oh Gott, Alter. Nee, stimmt gar nicht. Bin ich nicht. Ich werde jetzt da lang gehen. Und gegen die Wand rennen. Und schon wieder. Und diese Tür aufmachen.
und in den großen Raum gehen. Und dann an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten eben halt nicht. Dann einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und lasst einen Kommentar da zur Verbesserung. Abonniert, wenn ihr Lust habt, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, wenn ich meinen Fehler von eben wieder ausgleiche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.